hier ist Ronja und wie wir alle sehen, hat mein kleiner Chovy irgendeine Krankheit. Ich glaube, der hat sich die Füße wehgetan oder frag mich was, weil die so rot leuchten. Jedenfalls gehen wir jetzt erstmal zu einer Tierarztklinik und lassen die Nala zu Hause und dann machen wir uns auf und versuchen dem armen Kleinen zu helfen. So, ich meine, wir waren hier ja schon mal, wir kennen uns hier eins aus. Achso, wir sollten vielleicht... Oh, sie ist sad. Sie ist aber sad, weil sie feuchte Klamotten anhat. Nicht, weil ihr Kater irgendwie krank ist. Nee, nee, das ist ihr egal, aber Hauptsache die feuchten Klamotten, ne? Erstmal geben wir ihm eine Umarmung und hoffen, dass es ihm hilft. Und wir... Wo können wir denn jetzt? Wir fragen ihn nochmal, was los ist. Ich meine, er wird es ja am besten wissen. Vielleicht hat er Hunger? Können wir ihm Essen geben? So, wir geben ihm jetzt erstmal was zu essen. Vielleicht hilft ihm das ja schon mal. So, wo ist denn hier ein Dings, eine Bedienstete? Entschuldigung. So, die soll sich mal hier kümmern um mein Kätzchen. Okay, der hat eine gebrochene Nase. Ich weiß nicht, ob das alles einfach gebrochen ist, aber... Okay, er hat Angst vor irgendwas. Ich weiß aber nicht vor was. Carlo, können wir mal bitte die Katze angucken? Bitte? Wie wär's? Könnte man das machen? Hallo? Okay, wir zeigen ihm jetzt die Katze. Ihr die Katze. Okay, hier. Sieh dir die Katze an. Es ist so umständlich, zum Tierarzt zu gehen. Warum reden wir denn jetzt mit der Tuse? Hallo, Entschuldigung, das war nicht Sinn und Zweck der Sache. Nein. Schau. Es geht ihm nicht gut. Er ist krank. Wir müssen ihm helfen. Okay, Kätzchen, wie können wir dir helfen? Vielleicht ist er einfach müde. Aber da stand, ich soll zum Tierarzt mit ihm. Wieso wäschst du dir denn jetzt die Hände? Ich weiß, dass du schlafen willst. Okay, pass auf. Wo ist die Katze? Da ist die Katze. Die schläft auch. Warum machst du denn jetzt Sit-Ups? Bist du des Wahnsinns? Okay, also. Erste Heldentat. Aufwecken. Zweite Heldentat. Das hilft? Okay, das hilft bei meinen Katzen nicht. Jetzt fragen wir, was ist denn los? So, er sagt, au, meine Pfoten tun weh. Okay, er ist krank und sollte den Tierarzt besuchen. Wir sind doch beim Tierarzt. Wo ist denn der verdammte Tierarzt? Entschuldigung. Können wir hier rein? Können wir hier... Hier, da ist ein Tierarzt. Ja. Ist es ein Tierarzt? Okay. Gute Nachrichten. Wir haben den Tierarzt nicht gefunden. Der Tierarzt hat uns gefunden. Okay. Nein, ich will... Hier, sie ist doch ein Tierarzt. Kümmert sie sich... Ja, okay. Halleluja. Das hat ja gedauert. Sie kümmert sich jetzt um ihn. Beziehungsweise sie nimmt ihn hoch. Kümmert sie... Bitte. Hallo! Er ist krank. Du sollst nicht rumhüpfen wie so ein Wahnsinniger. Nein, du sollst dich um die Katze kümmern. Bist du... Das ist ja hier... Wie kann man denn mit einem Tierarzt interagieren? Wie funktioniert das? Wieso ist der Hund blau? Okay, wenn mein Kater stirbt, ich kann nichts tun. Ich hatte das so nicht vor. Nein, Chovy. Ich gehe zu Hause, mir langt's. So, er hat jetzt keine rot leuchtenden Füße mehr. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt reicht. Nein, ich möchte nicht mit dir ausgehen. Es tut mir leid, ich habe keine Zeit. Ich habe andere Sorgen. Ich muss schlafen und essen. Gott, furchtbar. Immer dieser Stress. Ständig kommen Leute, ständig prügelt sich meine Katze mit anderen Katzen, dann ist die krank, dann, keine Ahnung, hier, die isst jetzt was, alles schön und gut, ich glaube, das ist nicht mehr ganz so gut. Dann hier, was ist mit dem Ding los? Ich glaube, da sind irgendwelche Viecher drin. Hör doch mal auf! Nein! Nala wurde gebissen von einem Eichhörnchen. Die können Krankheit verursachen. Nein, bitte nicht. Hier. Ich sprühe diesen blöden Baum jetzt ein, weil der stinkt. Kann ich das irgendwie ändern? Okay, nein, sie ist zu müde. Sie kann nicht. Sie muss schlafen. Alles klar. Dann geh schlafen. Oh, warte, vielleicht sollte ich den Katzen noch Essen geben. Kannst du das kurz machen? Kannst du kurz aufstehen, den Katzen Essen geben? Ich meine, das sollte doch noch drin sein, oder?
Ja. Jetzt kannst du schlafen. Sie will weinen. Warum willst du weinen? Warum bist du so unglücklich? Wegen dem Ming Chobi, ha? Habe ich mir gedacht. Was für ein erfolgreicher Tag hier. Oh, es ist Herbst. Okay, alles klar. Neuer Skilltag. Was heißt denn neuer Skilltag? Ich habe... Oh, ich lerne schneller. Alles klar. Das heißt, wir überlegen uns jetzt, was wir machen. Erstens, ich möchte YouTuber werden. Ja, das haben wir ja alle schon gesehen. Deswegen gucken wir mal, was wir im Inventar haben. Oh, stimmt, genau. Wir haben ja schon mal das Happy Cheerful Video aufgenommen. Erinnert ihr euch? So, das laden wir schon mal hoch. Das muss ich nicht editen. Das laden wir einfach hoch. One take. Das kommt gut. Das kommt gut. So, dann geht's weiter. Wir nehmen direkt ein neues Video auf. Komm, Schluss, das Ende. Wir machen ein trauriges Video, okay? Und zwar, unsere Katze ist krank, heißt das Video. Man muss ja ehrlich sein, ja? Man kann ja nicht einfach immer nur sagen, Friede, Freude, Eierkuchen, alles. Ich bin traurig, ich stinke unter anderem. Ich glaube, das untermauert meine Traurigkeit nochmal. Und das sollte auf jeden Fall zeigen, dass ich in einer traurigen Lage bin. So. Ich glaube, das bringt dir auch vielleicht noch ein bisschen, ne? Paar Leute. Oh mein Gott! Ich habe 56 Dollar verdient mit dem Fröhlichen. Okay. Meine Katze ist krank. So. So heißt es. Ah nee, das war die Beschreibung, was ich die ganze Zeit geändert habe. Ja gut, dann war es halt die Beschreibung. Passiert. Hör doch mal auf, immer die Sachen überall liegen zu lassen. Du machst mich wütend. Tu die doch in die Waschmaschine. Geh doch mal duschen. Was soll denn der Quatsch? Dusch doch mal, bevor du dich jetzt wieder vollstopfst. Du stinkst. Hier, das muss auch in die Waschmaschine. Ich find's schön, dass man es auch einfach direkt in den Trockner machen kann, weil es stinkt ja... Candy! Ich kann gerade nicht. Gott. Candy ist anstrengend. Candy ist sehr, sehr demanding. Okay, ich bin frisch geduscht. Ich habe jetzt vor, genau, was zu futtern. Hier, da habe ich mir was gemacht. Esse ich jetzt. Was ist denn jetzt schon wieder? Traurig, weil sie schon wieder feuchte Klamotten anhat. Hä? Das kann doch gar nicht sein. Ich wasche doch die ganze Zeit meine Sachen. Ich tue die doch alle immer in den Trockner. Dadurch sollten sie doch getrocknet sein. Also ehrlich. Oh, ich glaube, man muss es sauber machen. Vielleicht... Nein, Nala wurde eingesprungen. Wie kann das überhaupt sein? Die war drin. Nee, die war draußen. Never mind. Jetzt stinkt sie. Oh Mist. Wir machen das Katzenklo sauber. Es ist so ein stressiges Leben. Okay. Oh, scheinbar muss man noch auf trocknen drücken. Und nicht nur auf einfach ausräumen. Ich bin ein Fuchs. Okay, jetzt schläft sie wieder. Aber eigentlich ist sie wach genug. So ein anstrengendes Leben. Muss ich heute arbeiten? Nee, in 17 Stunden erst. Das heißt nicht jetzt. Okay, wir wollen Spaß. Oh nein, Tobi ist immer noch krank. Auf zum Tierarzt. Nein, das ist eine Wettklinik. Das kann doch nicht sein. Ich habe alles richtig gemacht. Okay, wir sind wieder hier. Okay, hier sind Ärzte. Ja. Wieso rennen die weg? Nein! Stopp! Komm her! Kümmer dich um meine Katze! Ich will nicht mit dir diskutieren! Ich möchte gern... Okay, er geht rein. Ist es Tobi? Ja, das ist Tobi. Geht Tobi in den Untersuchungsraum? Ich glaube, Tobi geht in den Untersuchungsraum. Kommt jetzt ein Arzt, ist meine persönliche Frage. Kommt jetzt hier ein Arzt? Bitte! Das kann doch nicht sein. Kann man denn hier nichts machen? Ist hier keine Rezeption oder so? Oh. Das ist jetzt unangenehm. Das ist jetzt ein bisschen peinlich, ne? Alter. Honestly. So die letzte halbe Stunde. So, ja, ich kann meine Katze nicht heilen lassen. Mimimi. Ja. Alles klar. Dann halt nicht, ne? Man konnte es an dem Gerät machen. Schade, dass wir nicht mitgekriegt haben. Ja, er wird jetzt untersucht.
Okay. Ja, er wird jetzt untersucht. Er ist jetzt auch Patient offiziell. Er wird dann auch behandelt. I'm so sorry, Bibi. Oh nein, meine arme Katze. Wisst ihr, wie lange die jetzt warten musste? Okay, immerhin weiß ich es jetzt fürs nächste Mal. Du kriegst das Beste. Das Beste vom Besten. Ja. Okay. Sehr schön. Ja, du bist supertastisch. Du musst aufs Klo, habe ich gehört. Dann, wenn wir schon hier sind, dann lassen wir ihn gerade noch kastrieren. Weil ich habe nicht unbedingt Lust auf Katzenbabys. Auch wenn Katzenbabys super cute sind. Aber man sollte die ja eigentlich schon kastrieren und sterilisieren lassen. Deswegen haben wir das jetzt gemacht. Keine Babys mehr. So, haben wir es? Wir haben es. Können wir nach Hause gehen? Ich glaube, wir können nach Hause gehen. Yay. Okay, gut gemacht. No, er ist so cute. Okay, so. Dann, was haben wir denn? Wir haben auch nur gefrühstückt. Jetzt haben wir schon 8 Uhr. Heute muss ich nicht arbeiten, oder? Habe ich nachgeguckt? Ja, 12 Stunden erst. Das heißt, morgen früh muss ich arbeiten. Das heißt, ich futter. Ich habe scheinbar Leftovers for Days, also Reste. Oh, ich weiß nicht, ob die noch gut sind. Vielleicht soll ich die mal wegräumen. Nur so eine generelle Idee. Das muss sauber gemacht werden. Ansonsten sieht es ziemlich gut aus. Nala kratzt am Bett. Entschuldigung. Meine. Hier. Ich will mich nicht hier beschweren, aber ihr wird jetzt beigebracht, dass Kratzen nicht okay ist. Man muss ja auch ein bisschen erziehen, die Viecher. Nein, Nala wurde schon wieder von einem Stinktier angesprüht. Das kann doch nicht sein. Was ist das überhaupt? Yay! Federn! Oh, das ist. Die prügeln sich immer mit irgendwelchen Vögeln da drin. Okay. Jetzt? Warte mal. Wieso ist die Wäsche benutzt? Ich dachte, ich habe die. Ist jetzt auch egal. Ist mir jetzt egal. Hier, du stinkst nach Stinktier. So, wir gehen weiter unserer YouTuber-Karriere nach. Okay, wir müssen das andere noch hochladen. Habe ich ganz vergessen. Das sollten wir noch machen. Soll ich das vorher editen? Egal, das nächste editen wir. Das nächste wird geeditet. Wir nehmen was Neues auf. Und zwar Fashion-Tipps, weil ich ja so einen tollen Sinn für Mode habe und nicht immer nur grau trage. Auf geht's. Aha. Haben wir es jetzt aufgenommen? Nee, haben wir nicht. Fashion-Trend-Tipps. Nimm. Ja. Wieso ziehst du dich ständig auf Wäsche zu produzieren? Nein, da kämpft schon wieder jemand. Was? Be like a champion. Danke, nein. Okay, ich kann. Oh, ich kann jetzt wohltätige Spenden machen. Super. Weiß nicht, warum ich das vorher nicht konnte. Das Video dauert ewig. Meine Katzen lenken mich nicht ab, lenken mich ab. Aber ich zeige meinen unglaublichen Fashion-Style. Das ist natürlich. Jo, wie viel. Nein, stopp den Wahnsinn! Sie hört gar nicht wieder auf! Oh nein! Nein! So, wir nennen das Video Fashion-Tipps. Wir sind jetzt kreativ. Achtung, mit Ronja. Ich weiß, krass. Und dann, wie man die nächste Stunde mit Wäsche machen beschäftigt ist. So, auf geht's! Jetzt ist sie aber erstmal müde. Das heißt, anstatt hier ein bisschen Dings irgendwas zu machen, machen wir erstmal ein Nickerchen. Und ich würde sagen, das war's dann auch für den heutigen Tag. Falls es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Wenn ihr neu hier seid, würde ich mich über ein Abo sehr freuen.
Und ihr könnt gerne Vorschläge schreiben, was ihr möchtet, was wir noch so machen in der Welt. Da bin ich sehr offen. Oh Gott, jetzt muss ich arbeiten. Nee, danke, habe ich gar keinen Bock drauf. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!